So, meine lieben Leute, und willkommen zu einer neuen Episode vom Classic Adventure Let's Play zu Little Big Adventure 2. Ja, wir sind letztes Mal aus Versehen hier in den Tempel gefallen, sag ich mal. Und da schaue ich mich jetzt auch ein wenig um, rede mal mit den Personen vor mir, die noch immer irgendwie wild tanzen. Und danach müssen wir uns wirklich mal auf die Suche machen nach dem Heilmagier. Sonst stirbt unser Dragonfly vielleicht noch, und das wollen wir natürlich nicht. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Dieser Tempel ist einfach unglaublich. Ich frage mich, was wir als nächstes besichtigen werden. Ja, wie wär's mit Disneyland? Da passt dieser Elefant ja auch ganz gut rein. Hallo. Oh, guten Tag. Oh, das ist jetzt aber dumm. Ich weiß nicht mehr, wo ich die Eintrittskarten hingetan habe. Hoffentlich werden wir nicht kontrolliert. Meinen Sie, da kommt man noch weiter rein? Mit Sicherheit. Und du solltest lieber die Karten bereithalten. Ich bin hier der Kontrolleur. Zeig mal die Karte her. Was, du hast keine Karte? Dann gibt's aufs Maul. Ja, der wehrt sich ja noch nicht mal. Was ist denn das für einer? Okay, lässt sich einfach alles gefallen. Hallo? Hey, Sie! Mein Papa ist total stark. Der hat uns ohne Eintritt reinbekommen. Ist das dein Papa? Seid ihr zufällig eine Familie? Dann bist du aber komisch rausgekommen, also ein komisches Kind. Wenn es aus einem, was weiß ich, Fuchs oder so und einem Elefanten sowas gibt, ja, geil. So, was haben wir denn hier? Das ist ein Becken. Kann man da irgendwas dran machen? Ja, gibt's Mana, also hier Magie. So, nee. Funktioniert so nicht. Dann gehen wir mal weiter rein, oder? Ab in den Tempel. Oder bist du der Papa? Ach, du könntest auch der Papa sein. Uiuiui, der Tempel ist bestimmt ziemlich groß. Och, wir müssen aber. Huch. Wir müssen doch diesen Magier finden. Aber? Was ist jetzt los? Was willst du denn von mir, hä? Entschuldigung. Guten Tag. Guten Tag. Weiter kommen Sie nur, wenn Sie in einen freien Wagen einsteigen. Bleiben Sie während des Besuchs auf der Strecke und steigen Sie auf keinen Fall aus. Das ist gefährlich. Sie könnten sich verletzen. Ach, egal. Egal. Ich will den Tempel erkunden. Oh, das sind wir. Das sind doch wir, oder? Ho. Uns zu Ehren wurde dieser Tempel errichtet. Schön. Da ist ein freier Wagen. Komm schon. Mist, ich will... Sportlich. Nicht Sport. Da, hier, komm. Ich muss da drauf irgendwie. Wie soll ich das denn machen? Ach, guck mal. Der hält kurz hier an. Der hält hier kurz an. Ich muss da drauf. Nein, ich will doch hier drauf. Hallo. Ach, müssen wir nochmal auf den Wagen warten. Gar nicht mal einfach. Wir erkunden jetzt einfach mal den Tempel, oder? Machen wir jetzt die Folge. Bevor wir dann die Magier endgültig suchen. Gott, wir verlieren unsere Hauptaufgabe ganz aus den Augen. Aber in vielen Spielen ist das ja genauso. Man kriegt so viele Nebenquests und so viel zu tun, dass man dem Hauptstrang, dem man eigentlich folgen sollte, gar nicht wirklich mehr folgt und nichts mehr macht. Da müssen wir drauf kommen. Oh, das ist schwierig. Oh, es tut mir auch noch weh, dieses Drecksding. Hey, hallo? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wir probieren es nochmal. Langsam habe ich da keine Lust mehr drauf. Vor allem, ja, das ist ziemlich schmerzlich. Also schmerzhaft. Ich nehme mal hier und guck mal, dass ich dann auch zum richtigen Zeitpunkt drauf springe. Also Fuß wollte ich jetzt eigentlich den Tempel nicht betreten. Also den weiter im Tempel. Ja, geil. Ey, das gibt's doch nicht. Einmal probier's noch.
ein letztes Mal, sonst gehen wir doch zu Fuß. Dann habe ich keinen Bock mehr. So, wir müssen nur den richtigen Winkel finden. Das ist zu... Na, und wie sieht's hier aus? Ja, das dürfte gehen. Ich schau mal. Wir stellen uns einfach mal hier hin. Wir warten auf die blöde Bahn. Da kommt sie. Los. Los und... Ah, Gott sei Dank. Gut. So, dann schauen wir mal, was das hier bringt. Muss ich mal die Kamera mitziehen. Ja, so geht's auch. Hui. Ja, wo geht's hier lang? Aha. Oh, da ging es auch noch irgendwo rein. Müssen wir nachher mal schauen. Oh, da ist ein Pilz. Da hätte ich mal drauf springen können. Höchstwahrscheinlich. Ich fahre aber erst einmal mit dem Ding so rum. Und ich glaube, dann betrete ich es doch nochmal zu Fuß. Weil es hier viel zu erkunden noch gibt. Was? Fahren wir hier im Kreis? Nee. Doch, wir fahren im Kreis und das wieder raus, oder? Komm, ich spring gerade ab. Ach, Mist. Zu spät. So. Schön ausgetrickst, das Ding. Kommen wir denn überhaupt jetzt wieder raus? Ja, es geht. Ich dachte schon. So, jetzt schaue ich mich hier nochmal um. Was bist du für ein... Können wir das irgendwie betätigen? Nope. So, mal schauen. Oh, was es da noch so gibt. Hier hinten gab es noch diesen Pilz. Ich könnte mal gucken, dass ich die Pilze irgendwie erreiche. Ah, guck mal, ist bestimmt mächtig viel Kohle. Geht's hier lang? Oha. Die Bahn ist anscheinend gesperrt. Und das ist bestimmt schmerzhaft, wenn wir hier drüber laufen. Wenn die Fontäne da rausströmt. Eigentlich dürfen wir uns hier nicht aufhalten, ne? Hallo. Oh, guten Tag, Herr Twinsen. Welch eine Ehre, dass Sie uns einen Besuch abstatten. Der Zugang zu den unteren Etagen ist vorübergehend gesperrt. Wir können nicht mehr für die Sicherheit der Besucher garantieren. Die Esmeria haben sich angeboten, die Arbeiten im untersten Keller zu übernehmen. Na, wenn es Ihnen Spaß macht, mir soll's recht sein. Oha. Die Außerirdischen sind da unten. Was weiß ich, was die da unten machen? Irgendwelche illegalen Experimente? Das gibt's doch nicht. Die haben das bestimmt lahmgelegt und wollen jetzt da unten irgendwie ein Labor eröffnen oder so. 100 pro. Aber wie kommen wir da runter? Wie kommen wir da runter, um dir auf die Schliche zu kommen? Können wir da hoch? Ah nein, wir können es mir vielleicht mit dem Ball zerstören. Aber dafür brauchen wir ganz schön viel Mana. Ich probiere es trotzdem mal. Wie war das? So? Nein. Hier, genau. So, mal den Ball auswählen. Und jetzt nochmal, komm. Nein. Ein Stückchen zurück. Und ich glaube, mit dem Ball können wir die Dinger nicht zerstören. Schade. Na gut, ich glaube, viel können wir hier dann nicht mehr machen. Oder? Moment. Ich probiere es mal in vorsichtig. Der springt ja dann so schön. Noch ein Stückchen zurück. Dum, dum, dum. Nee, funktioniert so nicht. Alles klar. Gut, dann laufen wir erstmal hier so lang. Sesam, öffne dich. Funktioniert nicht. Okay. Okay, kommen wir wohl nicht weiter. Schade. Aber ich würd gerne wissen, was die Außerirdischen da unten fabrizieren. Das würde mich doch interessieren. Also mach mal auf hier. Mach mal auf dieses Ding. Aber... Nee. Ich dachte, wir können vielleicht da unten ins Loch springen. Das sollte aber nicht funktionieren. Schade. Ich dachte, da kommen wir vielleicht auch runter. Hier, da ist ein Loch. Seht ihr das? Da müssen wir hin. Ja, hier gucke ich nochmal. Da müssten wir eigentlich hin, kommen wir aber nicht.
Weil der gute Herr uns den Weg dahin versperrt. Mist. Hier, da ist die untere Etage. Ach, Kacke. Können wir das Ding vielleicht einschlagen? Komm her. Nein, geht nicht. Zu kräftig. Mist, Mist, Mist. Okay. Was? 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 Hey. Oh. Eine Falle. So, selbst meinen eigenen Tempel haben die hier Fallen aufgebaut. Geht's noch? Können wir denn hier runterspringen? Nee. Ah, gut, dann geht's den Weg erstmal wieder zurück. Schade, hier ist nicht mehr viel. Hätte mich gefreut, wenn hier noch mehr wäre. Okay, hier geht's halt wieder den Weg zurück. Ich hätte jetzt gerne die gesamte Folge hier mal so im Tempel aufgenommen. Aber das geht leider nicht. Huch, wieso geht er wieder zurück? Ach, weil wir da wahrscheinlich gekommen sind. Hier geht's auch nicht durch. Sicherheit. Nee, ist wahrscheinlich verschlossen. Können wir noch nicht mal irgendwie mit in Aktion treten? Okay. Geht's mal hier wieder hoch und raus. Aus die Maus. Es geht wieder raus. Es geht ja darum, diesen Magier zu finden. Und das werden wir jetzt auch mal tun. So gefährlich war das hier auch nicht. Ihr könnt auch ruhig dahin gehen, ne? Mach sie meine an. Da ist wohl der Tempeleingang. Naja, bin ich gleich darunter gefallen. Auch gut. Hey, Sie da! Rasen betreten verboten! Ja, jetzt weiß ich Bescheid. Und ich werde das nicht mehr tun. Dann lässt du mich aber auch bitte hier durch. Danke. So, das war's nun. War denn jetzt hier irgendwie noch lang? Hier ist noch irgendwie ein Baum. Da sind wir reingefallen, ne? Okay, geht halt erstmal wieder raus. Und tschüss. Ich hoffe, wir können jetzt jederzeit wieder rein und müssen uns nicht noch irgendwie eine Karte kaufen. Geht das? Ja, das funktioniert. Alles klar. Subi. Lässt du uns mal hier raus? Gut, geht's da rein? Ich würde gerne damit fahren. Geht das irgendwie? Hallo? Noch so ein Touristenbus. Die Ereignisse im Bütempel scheinen viele zu interessieren. Ja, vor allem diese Außerirdischen, die da unten wahrscheinlich so eine Art Labor gebaut haben und Experimente machen. Dann ist eine. Oh. Nee, du bist auch nicht der Wettermagier, ne? Du fährst hier einfach nur rum. Guten Tag. Guten Tag. Werter Herr. Ah ja, das ist der schon wieder. Der kann mir nichts verkaufen. Alles klärchen. Hier hinten steht eine einzelne Palme. Im Nirgendwo. Gibt's da vielleicht irgendwas? Ja, Mana. Aber jetzt brauchen wir ja auch. Wir haben den Ball ja benutzt. Weiß denn niemand hier, wo der Wettermagier, diese andere Magier ist? Da ist so ein verdammter Alienhund. Und da. Ach, nee, komm. Hilfe! Hilfe! Nein! Ich will doch an. Nein! Nicht ins Wasser! Und tschüss! Ich will doch ans Herz, bitte! Wo ist dieser Magier? Hier geht's im Tempelpark? Okay, was ist das denn? Hey, geil! Kart fahren? Cool! Das muss ich gleich mal ausprobieren. Hey, geil! Wie geil! Können wir hier auch einsteigen? Geht das irgendwie? Oh ja, wir laufen zu Fuß mal. Die Bahn entlang, irgendwann werden wir wohl da hinkommen, wo es die Karts gibt. Yay! Das ist bestimmt hier aber auch verboten. Ja, so gut. Sind wir jetzt einmal im Kreis gefahren. Sehr schön. Wir laufen mal entgegengesetzt, mal gucken, ob der uns umfährt. Halt, stopp! Halt! Stopp! Ich habe gesagt, stopp!
Guten Tag. Wenn du glaubst, du kannst sie mit mir aufnehmen, geh an den Schlatt. Da würde ich gerne. Au! Das hat uns aber extra eben angefahren. Ich soll meine Lebensenergie checken. Sieht schon wieder ein bisschen knapper aus. Ich würde ja gerne an den Start gehen. Wir haben aber kein... Wir hauen uns jetzt schon wieder um. Wir haben aber kein Gefährt jetzt. Mist. Dann ein andermal. Bin ich hier denn wieder raus? Ja. Nee, nicht ja. Oh, oh. Ich glaube, wir sind hier in eine Sackgasse geraten. Das sieht jetzt schlecht aus. Nee, da kommen wir wieder hoch. Was ein Glück. Da haben die Hersteller, also die Entwickler, doch ein bisschen mitgedacht. Ach, ich mag die Musik. Auch wenn die ab und zu etwas laut ist und mich und die NPCs wahrscheinlich noch immer ein wenig übertönt. Aber ich finde die Musik schön. Oh, ein Kamel. Oh, und wer bist du? Hallo? Wettermagier? Ich glaube nicht. Heilmagier? Ich glaube zwar nicht, aber. Hallo. Hi. Hi. Ich gehe gern in der Wüste spazieren. Einmal habe ich ganz viele kleine Kostbarkeiten im Bühtempel gefunden. Na, das haben wir auch. Ganz viele kleine Herzen. Aber der hilft uns jetzt auch nicht weiter. Und was ist mit dem Kamel? Erstmal die Palme. Bringt uns wieder Herzen. Greift es uns an? Nee. Hey, Moment. Moment, ich wollte mit dir quatschen. Guten Tag. Hallo, Twinsen. Wenn du zu der Schildkröte Moja willst, die findest du in der kleinen Oase auf der anderen Seite des Hafens. Du kannst sie rufen, indem du die Glocke läutest. Na, das haben wir schon. Das haben wir schon. Ich würde gerne mal eine Runde auf die reiten. Aber das geht wahrscheinlich nicht. So füllen wir langsam unsere Lebensenergie wieder auf. Sehr langsam. Gut. Ich muss doch hier irgendwo den Magier finden. Das wäre die Glocke. Oh, das war gut. Das war sehr gut. Ich glaube, das kommt auch immer wieder. Und tschüss. Vor euch haue ich erstmal ab. Bringt ja eh nichts, das, die zu besiegen. Die kommen genauso wieder wie die Herzen. Gibt es denn hier vielleicht eine Karte? Das wäre interessant. Jop. Ach, guck mal. Dem Highlight, er ist genau da. Ich bin einmal im Kreis gelaufen. Naja, so haben wir ein bisschen die Insel kennengelernt, ne? Erstmal, wir gucken uns ein andermal nochmal um. Da oben eine Insel zum Beispiel ist auch ganz interessant. Ihr seht schon, da im Nordwesten, ganz oben. Naja, bei Gelegenheit. Erstmal zum Heiler. Ich habe doch hier alle Häuser durchsucht. Dachte ich zumindest. Das ist wahrscheinlich der Heiler hier drin. Sieht zumindest danach aus, hier waren wir noch nicht. Guten Tag. Ich suche den Heilmagier. Ich muss meinen Dinofly heilen. Ah, oh, Sie sind's. Guten Tag. Ja, ich bin Vincent. Weltbekannt. Es tut mir wirklich leid. Der Heilmagier Keraok ist verreist. Und ich weiß nicht, wann er zurückkommt. Versuchen Sie es einmal bei der Zauberschule, wenn es dringend ist. Na, klasse. Und wo ist schon wieder diese Zauberschule, my lady? Wir könnten auch hier erstmal ein bisschen auf der gemütlichen Couch da hinten chillen. Das sieht doch toll aus. Und jep. Ah, so. Oh, ein bisschen entspannen. Aber nein, wir müssen zur Zauberschule. Bloß, wo ist denn die schon wieder? Ich mal schnell hier vorbei. Ach, da hinten vielleicht. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich weiß ja nicht mehr, was hier drin war. Nee, das war dieser Laden. Da hinten können wir auch Dartpfeile im Übrigen kaufen, wie es aussieht. Brauchen wir aber momentan nicht. Dann klappe ich halt alle Häuser nochmal ab. Ich dachte, ich hätte die Zauberschule vielleicht schon gefunden. Ist sie das hier? Nee, das war sie nicht, ne? Nee, es war die Strandbar oder so. Mal auf die Karte schauen. Ja, jetzt ist die Zauberschule nicht verzeichnet. Wie schön.
Der Heilmagier ist nicht da. Zauberschule weit und breit auch nicht. Das hier? Das sieht doch aus wie so eine Schule. Oh nein, es war das. Vielleicht bist du ja die Zauberschule, wer weiß. Ich glaube aber nicht. Hallo, Jerome. Ich suche die Zauberschule. Ja, ja, genau, die suchen wir. Hallo, Twinsen. Weißt du, Twinsen, ich und Magie, das passt einfach nicht zusammen. Ich hätte mir nicht mal im Traum einfallen lassen, dass es eine Schule gibt, in der man zaubern lernen kann. Na, klasse, hast uns ja viel weitergeholfen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich uns auf die Suche nach der Schule machen. Und der eine oder andere Bürger könnte vielleicht wissen, wo sie ist. Das war hier drinne. Wieder der Laden. Also ich bin ja eh nicht gut in Orientierung. Aber das Spiel macht es mir mit den Kameraeinstellungen auch überhaupt nicht einfach. Da wird einem ja fast schon schlecht. Was ist das hier? Bist du die Zauberschule? Nein. Bist die Fähre? Frage ich die halt nochmal. Vielleicht wissen die irgendwas. Ich glaube zwar nicht, aber... Guten Tag. Wissen Sie, wo die Zauberschule ist? Guten Tag. Die Boccia? Ich meine, Zauberschule? Ach ja, stimmt. Als ich klein war, hat man sich erzählt, dass sie auf dem Friedhof wäre. Ah, okay. Hier war doch irgendwo ein Friedhof, ne? Ich rede lieber nochmal mit dem. Nicht, dass ich dann doch falsch laufe. Hast du noch was gesagt? Hallo? Hast du noch was zu sagen? Ich suche die Zauberschule. Hallo. Guten Tag, Herr Twinsen. Ich glaube, sie ist in der Wüste. Aber ich habe sie bisher noch nicht gefunden. Okay, sie scheint wohl wirklich versteckt zu sein. Da sind Muggels halt nicht erlaubt. Daneben. Wir gehen mal Richtung Friedhof. Der war da hinten, ne? Bloß, wie kommen wir da jetzt rein? Das wird das große Mysterium sein. Von der anderen Seite? Aber wie kommen wir da hin? Weil so funktioniert das schon mal nicht. Ich laufe einmal drumherum. Was ist das denn? Oha, da ist irgendwas. Seht ihr das? Da hat was gefunkelt eben. Komm, wir gucken mal hier lang. Da gibt es so einen kleinen Weg. Ah, ja, 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 ja. Wir haben, glaube ich, die Zauberschule gefunden. Oder sind zumindest erstmal auf dem Friedhof angelangt. So, jetzt komm her. Was ist das grüne Dingsda-Boomster? Ist das irgendwas? Erstmal versuche ich mal die... Was bittet uns denn da um Hilfe? Ist ja irgendwas im Stein drin? Ach komm, die Federmäuse lasse ich erstmal in Ruhe. Hallo? Hey, Twinsen! Ich bin's, Joe! Sag mal, ich fühle mich nicht so wohl. Könntest du mir nicht irgendwie helfen? Ach, guck mal. Das ist dieser komische Zipfelmützenzwerg oder dieser Elf, dieser... der sich ja noch letztes Mal weggebeamt hatte. Joe? Ach, hallo? So? Nee. Der ist in eine Muschel verwandelt worden. Na, da können wir denen jetzt aber auch nicht weiterhelfen. Tut mir leid, wir hauen erstmal ab. Na toll, ich dachte, wir kommen hier irgendwie rein. Schön. Funktioniert dann doch erstmal nicht, wie ich dachte. Denn scheint mir nämlich die Zauber... Ja, da hinten scheint mir nämlich wirklich die Zauberschule zu sein. Mist. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Wobei, Moment. Ah, ja, ja, ja. Da gibt's... Nee. Doch, 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 doch. Hier sind wir richtig. Ha, sehr schön. Oh, hier ist noch... ein Grabstein oder beziehungsweise ein Sarkophag. Können wir aber nichts mitmachen. Oh, oh, oha. Oha. Ich glaube, hier sind wir richtig.
Ja je. Was willst du denn von uns? Ja, das ist ja an die Zauberschule zu sein. Okay. Na gut, jetzt sind wir schon so weit. Jetzt laufe ich nochmal. Bist du denn hier der Wettermagier? Wettermagier, Heilmagier. Ich glaube nicht, ne? Guten Tag. Vor 2 Monaten habe ich mich bei dieser verfluchten Schule eingeschrieben und bisher nicht eine einzige Prüfung bestanden. Oh, dann bist du einfach zu doof wahrscheinlich dafür. Suchen Sie ein Magierkostüm oder eine Magierausrüstung? Schedil Amiradu stets zu Ihren Diensten. Günstige Preise, Wartungs- und Reparaturarbeiten. Derzeit auf Ihrer Insel. Alles klar, okay. Wenn wir mal Magierausrüstung brauchen, wissen wir ja wohin. Das ist bestimmt dieser Herr da auf dem fliegenden Teppich. Da können wir auch nichts holen. Wo ist denn jetzt dieser Heilmagier? Hier drin? Oder hier oben? Ne, da oben geht's nicht weiter. Gut, dann wissen wir, gibt's nur den einen Weg hier. Was ist denn? Verflucht, was ist denn das? Hallo? Oh, die Dinger tun mir weh. Ah, wir müssen da hinten bestimmt irgendwas... Ah, guck mal. Ja. Und hier können wir auch nicht ausweichen. Also drüber springen. Okay, ich weiß was. Wir müssen da hinten einen Schlüssel holen, bestimmt, um das Tor hier aufzuschließen. Alles klar. Dann müssen wir den Geistern hier ausweichen. Oder den Klibberdingern. Okay, das werden wir allerdings erst in der nächsten Folge tun. Hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Ziemlich aggressiv, diese Viecher. Na gut. Bisschen Lebensenergie haben wir ja noch. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode vom Classic Adventure Let's Play zu Little Big Adventure 2. Ciao.